Einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zur Vorlesung Softwaretechnik 1. Ich wollte gern darauf verzichten, aber ich muss jetzt doch noch mal die Keule rausholen. Bitte gewöhnen Sie sich an, pünktlich da zu sein. Wir haben es jetzt 9:46 Uhr, wir sind schon eine Minute drüber. Wir haben heute viel vor. Es wäre einfach schön, wenn wir da irgendwie uns darauf einigen könnten, dass die Vorlesung anfängt, wenn sie anfängt. Und das ist nun mal 9:45 Uhr. Gut. Zur Entschädigung für diese unfreundliche Ansprache gibt es jetzt was Schönes, nämlich ein kleines Quiz. Das werden wir ab und zu mal zu Beginn machen. Und zwar gibt es so eine Sammlung von sogenannten Java-Puzzlers, die tatsächlich aus echten Problemen herauskommen, wo mal jemand ein Problem mit Java gehabt hat, irgendeinen komischen Fehler, der aufgetreten ist. Und dann hat das jemand zu einem kleinen Quiz zusammenkondensiert, indem man den Fehler gut sieht. Und dann, ja, im Grunde so ein bisschen eine Besprechung drüber gemacht, was denn jetzt hier eigentlich das Problem ist. Und das möchten wir mit Ihnen ganz gerne machen. Zum einen, damit Sie ein bisschen wach werden, ein bisschen mitdenken und zum anderen, damit Sie so die kleinen Feinheiten von Java und vom Programmieren im Allgemeinen lernen, sehen, wie auch immer. Und heute fangen wir mit was ganz Einfachem an. Der Puzzler hat den schönen Namen Dideldum. Warum, weiß ich immer noch nicht, aber er hat ihn. Sag mal, ist das angeschlossen? Jetzt geht's. Wunderbar. Normalerweise, ja, gehen da heute schon mal von dem Schema weg. Normalerweise sehen Sie auf der ersten Folie immer ein Stück Code und dürfen sich überlegen, was ist denn hier eigentlich gerade kaputt. Heute fangen wir mal andersrum an. Sie dürfen sich ein Stück Code überlegen, der etwas kaputt macht. Und zwar das, was da steht. Die zwei Zuweisung x plus gleich i und x ist gleich x plus i. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe lange Zeit gedacht, das ist das Gleiche, als ich angefangen habe zu programmieren. Wird einem auch häufiger so gesagt, wenn man also auf Stack Overflow unterwegs ist oder sonstigen einschlägigen Seiten, die gerne auch mal Quatsch verbreiten. Der denkt vielleicht, naja, das ist doch das Gleiche. Also ich mache da oben ja, ist ja einfach nur die Kurzschreibweise. Das erste ist ja nur die Kurzschreibweise von dem zweiten. Ist aber nicht ganz wahr. Und Sie dürfen sich jetzt mal überlegen, wo das kaputt gehen könnte. Und vielleicht hat ja der ein oder andere eine Idee. Ich gebe Ihnen mal, sagen wir mal, ja, eine Minute Zeit, mal darüber nachzudenken, was denn da kaputt gehen könnte. Warum ist das nicht ganz das Gleiche? Vielleicht weiß es ja jemand. Das ist übrigens der einzige Moment in der Vorlesung, wo Sie auch mal mit dem Nachbarn quatschen dürfen. Offiziell, genau. So, guten Morgen, die Herren da oben in der linken Ecke. Ich habe gerade eben schon eine Ansprache gehalten zum Thema Pünktlichkeit. Das betrifft dann auch Sie. Wir fangen gerade an, uns über ein Problem in Java Gedanken zu machen. Und es wäre schön, wenn Sie da auch noch mitmachen würden und in Zukunft einfach pünktlich kommen würden. Das erleichtert uns allen die Arbeit. So, ich glaube, die Minute ist dann auch so langsam mal rum. Hat jemand eine Idee, was da kaputt gehen könnte? Warum das nicht ganz das Gleiche ist? Keiner eine Idee? Ruhig mal trauen. Hier Ah, vorne. da ist einer. Ja, bitte. Muss ich gerade mal überlegen, was Ihr Kommiliton überhaupt gesagt hat. Ich muss das gerade mal in meinem Kopf sortieren, das liegt nicht an Ihnen. Sie haben, glaube ich, gesagt, bitte korrigieren Sie mich, dass bei der ersten Variante das i erhöht wird und dann zugewiesen. X wird erhöht und dann zugewiesen. Das geht in die richtige Richtung tatsächlich. Das trifft es noch nicht ganz genau. Es gibt tatsächlich ein konkretes Problem. Ja? Sie in dem karierten Hemd. Ah. Ah, der Kommilitone sagt das richtige Stichwort. Es wird irgendwie was komisch gecastet. Das ist genau das Problem. Kann sich jemand vorstellen, was da genau passiert? Da ist noch eine Wortmeldung, ja. Wunderbar, danke. Das ist die Lösung und deshalb wiederhole ich auch Ihre Antwort nicht, sondern zeige es jetzt einfach auf den Folien. Also, nochmal zur Rekapitulation. Viele denken, das ist das Gleiche. Ist es aber nicht. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, was denn da tatsächlich passiert. Der zweite Ausdruck ist einfach eine einfache Zuweisung, so wie wir das kennen. Der erste Ausdruck hingegen ist eine zusammengesetzte
Zuweisung mit einem Operator dazu. Und was jetzt Java intern macht, ist tatsächlich genau das, was Ihr Kommilitone in dem schönen karierten Hemd gesagt hat. Da gibt es irgendeinen komischen Cast. Und das Problem, was dabei auftritt, ist genau das, was dann wiederum der nächste Kommilitone gesagt hat, wenn wir da jetzt unterschiedliche Datentypen haben, da können wir in Probleme kommen. Was nämlich passiert, wenn ich zum Beispiel sage, dass, naja, mein X ein Short ist und mein I ein Int, dann habe ich an dieser Stelle, wenn ich diesen Zuweisungsoperator verwende, einen versteckten Cast. Was da nämlich eigentlich passiert ist, dass ich rechne x plus 1, x plus i und davor schreibe ich noch einen Cast und zwar auf den Typ von x und der ist short. Und dann habe ich an der Stelle natürlich das Ganze kaputt gemacht. Da kommt nicht mehr das raus, was ich haben will. Und wenn ich jetzt dieses Programm schreibe und die normale Zuweisung benutze, dann sehe ich auch, dass das Ganze gar nicht mehr übersetzt, weil ich hier den Hinweis bekomme vom Compiler, naja, x plus i kann ich nicht rechnen, weil da muss ich von int zu short konvertieren. Das heißt, an der Stelle würde man es merken, wenn man nicht die Kurzform verwendet, sondern die Langform. Gut. Da gibt es eine Wortmeldung. Wenn x gleich null ist, gut, das haben wir jetzt in dem Fall natürlich schwerlich möglich. Das habe ich aber dann, also das Problem habe ich ja dann grundsätzlich, oder? Ich meine, dann habe ich halt einen Null-Pointer. Oder worauf wollen Sie hinaus? Warum würde es bei dem einen gehen und beim anderen nicht? Also Ihr Kommilitone sagt, wenn ich x als Objekt hätte und das null wäre, dann funktioniert das auch nicht. Funktioniert in beiden Fällen doch dann nicht. Oder übersehe ich gerade was? Also null plus i Ja, ist auch also ein null plus Null-Pointer. i ist genauso blöd. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich das ja dann erstmal irgendwie definieren müsste für Genau, man mein müsste auch Daten. diesen Plus-Gleich-Operator erstmal überhaupt definieren für Gut. das Objekt, was man da hat. Genau. Was ist jetzt die Moral von dem Ganzen? Man sollte vorsichtig sein mit diesen Abkürzungen. Also wenn man die benutzt, dann sollte man die wirklich nur dann benutzen, wenn man sich sicher ist, was sie denn da eigentlich tun. Insbesondere wenn man natürlich solche Datentypen wie Byte, Short und Character benutzt, dann kann es halt schnell mal passieren, dass man da in irgendwelche Fallen läuft. Also da bitte aufpassen. Das gleiche gilt natürlich, wenn man Int benutzt und plötzlich Long dazu addieren möchte. Auch da kommt man natürlich in das gleiche Problem. Das heißt, wenn Sie solche Abkürzungen benutzen, seien Sie gewahr, was da passiert. Nicht einfach denken, das ist das gleiche wie die normale Zuweisung, denn das stimmt einfach nicht. Gut, wunderbar. Das war die Lehre zum Morgen. Jetzt geht's an der Stelle weiter, an der wir am Montag aufgehört haben. Wir rekapitulieren nochmal ganz kurz. Wir wollten Sie so ein bisschen motivieren, Werkzeuge zu benutzen für Softwareentwicklung. Und dafür haben wir Ihnen so ein bisschen gezeigt, was denn alles schief laufen kann in einem kleinen szenischen Stück. Und dann haben wir begonnen, über Versionsverwaltung zu sprechen. Und wir waren ungefähr bis dahin gekommen, ein bisschen weiter, aber ich fange jetzt hier nochmal an, damit der Einstieg leichter ist. Wir hatten darüber gesprochen, wie man denn jetzt eigentlich mit so einem entfernten Depot arbeiten kann, indem man Versionen ablegt und gesagt, naja, man kann Checkout machen und sich die Version holen. Stellen Sie sich das ungefähr so vor, wie Sie gehen in die Bibliothek und holen sich halt das Buch von Balzert, weil sie der Meinung sind, das müsste mal überarbeitet werden. Das heißt, Kollege Hai geht in die Bibliothek und sagt, hier, ich möchte das jetzt gerne holen, möchte das überarbeiten. Dann bekommt er da die Kopie von der Bibliothek und dann darf er das bearbeiten, ändert Kapitel 3, Überschrift 1, gibt das zurück und dann ist das wieder. Ah ja, dann ist es erstmal bei ihm, dann ändert es und dann gibt es wieder zurück und dann ist es wieder im Depot. Während er die Kopie von dem Balzert hat, darf kein anderer etwas tun daran. Also die Bibliothek merkt sich dann, okay, der Herr Hai, der war der Erste, der sich das ausgeliehen hat. Alle anderen dürfen sich das jetzt auch immer noch ausleihen, aber nur angucken, nicht schreiben.
So funktioniert es normalerweise, wenn man mit einem entfernten Depot arbeitet. Das heißt, alle, die dann irgendwie was ändern wollen, die müssen warten, bis mein Kollege das wieder in der Bibliothek abgelegt hat. Und das kann dauern. Und genau deshalb, und darüber hatten wir auch schon gesprochen, gibt es eine Alternative zu dieser strikten Variante. Es gibt auch die Variante, man kann das optimistisch machen. Wenn er sich jetzt ein Buch ausleiht und nur in Kapitel 3 die Überschrift ändern will, wie wahrscheinlich ist es denn, dass, wenn ich mir das gleiche Buch ausleihe, an derselben Stelle auch was ändern möchte? Eigentlich relativ gering. Ich möchte vielleicht Kapitel 4 Überschrift ändern. Und deshalb gibt es auch das optimistische Ausbuchen. Da dürfen dann alle, die sich das Buch ausleihen, Änderungen tatsächlich machen und dann wieder in das entfernte Depot wieder einchecken, das heißt in die Bibliothek zurückgeben, und die Bibliothek kümmert sich dann darum, dass eben beide Änderungen oder alle fünf Änderungen, wenn sie zu fünf dran arbeiten, alle in das Buch reinkommen. Wenn man allerdings es doch schafft, an der gleichen Stelle was zu ändern, da muss man sich natürlich überlegen, was man in solchen Fällen macht. Da hatten wir auch kurz drüber gesprochen. Wir hatten ja ein Beispiel, Mini-Programm, unser Hello World-Programm, was wir auch schon in dem Schauspiel hatten mit dem Hello World. Und wir hatten gesagt, naja, wir wollen vielleicht nicht nur die Uni grüßen, weil die gibt es irgendwie schon länger nicht mehr. Wir wollen jetzt das KIT grüßen. Und Kollege Heik, ganz pragmatisch, hat einfach aus dem Uni-Kit gemacht. So ist er halt. Da geht es ganz schnell und dann ist er fertig. Und ich habe aber gedacht, naja, wer weiß, so Kompatibilität, vielleicht brauchen wir doch nochmal die Uni. Wer weiß, vielleicht kommt die mal wieder. Und deshalb habe ich einfach eine neue Methode geschrieben. Und jetzt kommen wir hier zu Problemen. Wir haben jetzt zwei unterschiedliche Varianten für die gleiche Lösung und die überschneiden sich teilweise. Also wir müssen hier, sehen wir natürlich diese Änderung, die es bei mir nicht gibt, bei Tobias aber vielleicht schon. Das heißt, wir müssen uns dann hier selber entscheiden, welche Version wollen wir denn haben. Hier unten ist es einfach, die Methode kann man einfach hinzufügen, deshalb ist es auch nicht grün dargestellt, die kann man einfach problemlos hier unten dran anfügen. Und hier oben haben wir wieder das Problem, dass ich halt gesagt habe, naja, ich möchte New Hello aufrufen, weil das ist ja das Neue, was ich implementiert habe. Und bei Tobias sieht es halt so aus, dass immer noch die alte Methode aufgerufen wird. Und da sehen wir auch schon, man muss da selber ein bisschen drüber nachdenken, was man denn da jetzt eigentlich semantisch haben will. Also ich kann natürlich jetzt mich auf den Standpunkt stellen, na gut, dann behalten wir halt hier meine Variante mit dem Get Uni. Aber rufen das Hello Kit auf von Tobias, und das hier unten können wir eh hinzufügen. Ja, das wäre eine mögliche Lösung tatsächlich dafür, die man machen könnte. Relativ problemlos. Aber dann haben wir das Problem, dass wir dann zweimal das Gleiche machen. Ja, also haben wir hier das Get Hello mit dem Kit und hier unten die Get New Hello macht dann auch das Gleiche. Und das ist genau der Grund, warum der Merge im Grunde nicht automatisch funktioniert, sondern warum Sie sich dann Gedanken darüber machen müssen. Genau, das ist, glaube ich, ungefähr die Stelle, an der wir stehen geblieben waren. Und da machen wir jetzt weiter. Was kann denn da überhaupt alles so rein in so eine Konfiguration, die wir als Version speichern wollen von unserer Software? Naja, offensichtlich der Programmtext, möglicherweise verwendete Bibliotheken, Initialisierungsdaten, natürlich Dokumentation, vielleicht Konfigurationsdaten. Das ist alles das, was Sie irgendwie selber schreiben oder benutzen. Aber man kann auch sagen, man kann sich auf den Standpunkt stellen, naja, abgeleitete Elemente möchte man auch haben. Man möchte vielleicht auch das Kompilat haben, damit man weiß, okay, das war zu dem Zeitpunkt so lauffähig. Genauso kann man sich auf den Standpunkt stellen, naja, ich möchte vielleicht das Werkzeug haben, was ich benutzt habe zum Übersetzen zum Beispiel. Vielleicht brauche ich den Compiler, damit ich sicherstellen kann, wenn ich den Programmtext in der Version nochmal benutzen möchte, dann weiß ich, mit dem Compiler ging es auf jeden Fall. Und das ist tatsächlich was kritisch sein kann. Stellen Sie sich vor, Sie haben in den 60er Jahren in der Bank gearbeitet und haben diese neue fancy Programmiersprache COBOL ausprobiert. Dann wäre es schon geschickt gewesen, wenn Sie eine Version angelegt hätten mit dem damals verwendeten COBOL-Compiler dazu, weil jetzt irgendwie 50 Jahre später muss das wieder jemand rauskramen und muss da vielleicht einen Fehler fixen, den er jetzt erst gefunden hat. Und wer das jetzt für unrealistisch hält, den kann ich gleich aus seinen Träumen reißen. Sowas kommt tatsächlich vor. Also kann gut passieren, dass Leute heute Code aus den 60er Jahren anfassen müssen, in Programmiersprachen, die sie vielleicht nie gelernt haben. Und Leute, die das können, die werden dann auch entsprechend gut bezahlt. Das heißt, das sind echte Probleme, die es gibt. Das heißt, denken Sie immer vielleicht auch so ein bisschen an den, der später mal an Ihren Code dran muss. Gut. Was haben wir hier noch? Was möchte man vielleicht auch noch, wenn man
bedenkt, naja, man möchte vielleicht diese Konfiguration auch so ein bisschen an den Entwicklungsprozess angleichen. Das heißt, wenn ich so gewisse Entwicklungsphasen habe, damit werden wir uns in der Vorlesung noch beschäftigen, Anforderungsanalyse, Entwurf, dann möchte ich vielleicht genau für diese Zwischenschritte jeweils eine Version erstellen. Damit kann ich dann eben besser die Änderungen über die einzelnen Phasen zurückverfolgen. So, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir das denn jetzt eigentlich machen wollen mit diesen Versionen, wie wollen wir die denn eigentlich abspeichern. Ich glaube, jedem dürfte klar sein, dass es eine blöde Idee ist, wenn wir immer die komplette Version abspeichern. Das ist so das, was man macht, wenn man keine Ahnung hat. Dann legt man sich auf dem Desktop nochmal einen Ordner an und da steht dann Programm XY unterstrich neu. Dann macht man nochmal, wenn man wieder was ändert, Programm XY neu 2. Jeder schon gesehen. Und dann kopiere ich das halt darüber und mache dann meine Änderungen. Das ist aber blöd, weil dann verschwende ich einen Haufen Platz. Das heißt, das will ich nicht haben. Ich will mir eigentlich nur die Änderungen speichern. Das heißt, wenn wir bei dem Buchbeispiel bleiben, dann ist das ungefähr so, als würde ich in das Buch einfach mal so einen gelben Klebezettel reinschreiben. Ändere doch bitte mal die Überschrift in Kapitel 3 auf was auch immer. Das sind die Deltas und die sind sinnvoll, weil man feststellen kann, dass so Änderungen an Software normalerweise nur 1 bis 2% und das halte ich schon für hochgegriffen, des Umfangs der Vollversion haben. Das heißt, die Änderungen sind normalerweise relativ klein und deshalb speichern wir uns einfach so ein Änderungsskript. In dem steht im Wesentlichen genau das drin, was ich gerade erklärt habe. Nimm Überschrift 1, Kapitel 3 und ändere die von XY in Z. So sieht so ein Delta aus. Und naja, die einfache, intuitive Variante ist natürlich so ein Vorwärtsdelta. Ich fange an, habe eine Grundversion und merke mir jetzt halt alle Änderungen in diesen Deltas und so kann ich dann die aktuelle Version, zum Beispiel 2.0, einfach ausrechnen, indem ich alle Skripte aufeinander rechne, alle Änderungsskripte aufeinander rechne, dann bin ich fertig. Wer hält das für eine blöde Idee? Ein paar Leute. Okay. Leute ganz hinten, die gefallen mir. Warum ist das eine blöde Idee? Sie haben sich relativ schnell gemeldet. Also ich habe sie nur so halb verstanden, aber ich rekonstruiere das mal. Sie haben, glaube ich, gesagt, die Änderungen können sehr groß werden, es können sehr viele sein, es kann sehr viele Deltas geben und dann jedes Mal, wenn ich die aktuelle Version haben will, erstmal von der Grundversion wieder auszurechnen, was denn jetzt eigentlich gerade das Aktuelle ist, das ist irgendwie blöd. Vielleicht rechenaufwendig, vielleicht zeitaufwendig, wie auch immer. Das heißt, man möchte eigentlich die aktuelle Version haben und dann, wenn man was anderes braucht, gegebenenfalls zurückrechnen. Das ist nur für den Ausdruck. Und das ist genau der Punkt. Die Vorwärtsdeltas haben eben genau den Vorteil, dass ich zwar auf die erste Version gut komme, aber auf die späteren Versionen eher nicht so gut. Und naja, der Punkt ist genau richtig. Die aktuelle Version ist halt das, was ich normalerweise brauche, wenn ich irgendwie weiterarbeiten will. Und deshalb gibt es analog die Rückwärtsdeltas. Ich glaube, das ist intuitiv, wie das funktioniert. Genauso bloß rückwärts. Da kann ich halt von meiner aktuellen Version 2.0 mir gegebenenfalls die alten Versionen ausrechnen. Genau. So kann das funktionieren. So funktionieren eigentlich fast alle Versionskontrollsysteme in der einen oder anderen Weise. Und jetzt schauen wir uns mal an, welches es denn da eigentlich so gibt. Und da Sie alle so schön wach gewesen sind, will ich dafür sorgen, dass Sie wach bleiben und Ihnen eine kleine Schätzfrage stellen. Und ich bitte jetzt explizit die Leute, die letztes Jahr schon in der Vorlesung waren, da mal einfach mal nichts zu sagen, weil die wissen es gegebenenfalls schon oder haben es wieder vergessen. Es geht darum, wer hat denn eigentlich das erste Versionskontrollsystem entwickelt? Das hieß Revision Control System, also eingängig, ja, so wie das, was es auch tut. Jetzt muss ich mir überlegen, wer könnte das gewesen sein? Wir haben Kandidat A, Bill Gates, der hat es vielleicht erfunden, weil er, naja, während er Microsoft hochgezogen hat, sich ein paar Versionen merken wollte, ist auch irgendwie naheliegend. Ich meine, jeder kennt Windows 3.0, Windows 3.1. Das klingt schon sehr nach Version. Vielleicht ist es das. Oder war es doch eher Larry Page? Das wäre dann ein bisschen später. Also, wir müssen auch so ein bisschen sich jetzt zeitlich orientieren. Ja. Übrigens, ich habe das dieses Jahr in Klammern dahinter geschrieben, weil letztes Jahr tatsächlich Leute dabei waren, die einzelne Personen hier nicht kannten. Deshalb bin ich dieses Jahr auf Nummer sicher gegangen. Also, Larry Page, einer der Google-Gründer. Vielleicht wäre es auch da sinnvoll gewesen, irgendwie die Version zu haben, während man sich da über einen sinnvollen Suchalgorithmus Gedanken macht. Oder war es doch Tim Berners-Lee, einer der Begründer des Internets? Ohne den könnten Sie heutzutage nicht den ganzen Tag mit Surfen auf Ihrem Smartphone verbringen.
Vielleicht war es auch der. Oder war es Kandidat B, der Herr Tichy? Jetzt eine Frage, jetzt wer in, von Ihnen da müsste weiß. Jetzt in Klammern stehen, übrigens Ihr Prof, ja, der genau. ihn noch nicht gesehen hat. Hättest Sie auch noch fragen können, ob Sie wissen, wer das ist. Ja, genau. Erste Frage, wer weiß nicht, wer die vierte Person ist? In den letzten Reihen trauen Sie sich dann doch mal so einen Arm zumindest mal kurz zu heben. Gut, jetzt die Schätzfrage. Wer glaubt denn, dass es Bill Gates war? Einer, zwei, ein paar, drei, vier. Ja, es sind schon so sieben, acht Leute gewesen. Okay, zweiter Versuch, Larry Page. Ja, er ist schon ein schlauer Junge. Vielleicht war es der. Auch nur zwei, drei. Okay, Tim Berners-Lee. Mein Liebling, der Außenseiter auf der Folie. Wir kennen die wenigsten, vielleicht war es der. 20, vielleicht 25. Und wer meint, dass es Ihr Prof war, weil der meint, das muss man mal. Wir sollten irgendwie diese Frage anders stellen. Das Letztes ist, Jahr hat das besser funktioniert. Suggestivfrage, ne? Letztes Jahr meinten alle Larry Page, aber da kannten sie den auch nicht. Ja, weiß vielleicht war es das. Gut, also die meisten haben sich jetzt tatsächlich bei Professor Tichy gemeldet und das ist tatsächlich auch die richtige Antwort. Das heißt, Professor Tichy ist derjenige, der sich das erste Versionskontrollsystem überlegt hat. Und das stelle ich Ihnen jetzt mal ganz kurz vor, weil darauf hat sich tatsächlich einiges aufgebaut. Das Revision Control System von 1983 macht im Grunde genau das, was wir gerade besprochen haben. Man kann Dateien aufbewahren, man kann Dateien wiederherstellen, man kann Logbuch führen über die Änderungen. Man kann Software-Elemente identifizieren über Identifikatoren offensichtlich. Und man kann Versionen verschmelzen. Also auch dieses Merging, das funktioniert. Hatte aber, und das ist vielleicht auch der Zeit geschuldet, so ein paar kleine Probleme noch. 1983 war es erstmal noch nicht netzwerkfähig. Okay, da hat man damals einfach noch nicht so Probleme mit gehabt. Da hat man das halt für sich selber gemacht im Keller. Hat man für sich selber die Versionen weiterentwickelt. Und man konnte keine Verzeichnisse unterstützen. Aber ansonsten, alles, was wir bisher gesehen haben in der Versionsverwaltung, ging da auch schon. 1983, wie gesagt, und darauf aufgesetzt CVS. Kennt jemand CVS vielleicht? Ja, ein, zwei Leute melden sich tatsächlich schon mal mit CVS gearbeitet oder nur vom Namen her. Wer hat schon mal damit gearbeitet? Ah, tatsächlich. Sehr schön. CVS benutzt tatsächlich intern RCS. Und grundsätzlich gilt auch, es wird tatsächlich noch RCS eingesetzt. Ja, 1983 nicht netzwerkfähig und kann keine Verzeichnisse versionieren, wird aber trotzdem immer noch eingesetzt. Also das ist nicht jetzt irgendwie aus der Luft gegriffen. Die können das sogar heutzutage noch in den meisten Linux-Distributionen noch runterladen. Also das ist kein Problem, können Sie noch benutzen, wenn Sie es möchten, wenn Sie mal einen echten Tichy-Code ran wollen. Da können Sie sich RCS runterladen. Ist auch quelloffen, also da kann man noch mal reinschauen, wie es funktioniert. Wie gesagt, CVS benutzt intern RCS und fügt im Wesentlichen Netzwerkfähigkeit und naja, die Verzeichnisbäume hinzu, dass man die auch versionieren kann. Das ist aber auch schon alles. Dann der nächste große Schritt ist dann SVN. Und wenn ich jetzt frage, wer das schon mal verwendet, dann sehe ich hoffentlich ein paar mehr Hände. Wer hat schon mal SVN verwendet? Und ein paar mehr. Sehr schön. Naja, offensichtlich braucht man irgendwann mal was internetfähig ist. Und was außerdem noch so ein paar andere Randfälle mit abdeckt. Wenn ich bei CVS nämlich eine Datei umbenannt habe, dann war die komplette Historie weg. Also ich hatte Datei A, mache 100 Änderungen, nenne die um in Datei B, dann ist plötzlich die ganze Historie weg. Das ist irgendwie blöd, nur weil ich sie umbenannt habe. Das geht jetzt in SVN. Man kann übers Internet arbeiten, man kann außerdem optimistisches Ausbuchen machen, man kann beim Einbuchen sicherstellen, dass die Änderungen atomar übertragen werden. Bei CVS war es so, sie machen 5 Änderungen an 5 Dateien, buchen das wieder in das entfernte Depot ein, 4 davon gehen ohne Probleme durch und beim 5. sagt dann plötzlich das Remote-Depot, ja blöd, da hat jetzt jemand anders was dran geändert und schon haben sie einen konsistenten Zustand, das ist irgendwie blöd. SVN stellt sicher, dass das nicht passiert, da wird dann ihr kompletter Commit, ihre komplette Einbuchung wird dann abgelehnt. Genau, optimistisches Ausbuch hatte ich schon gesagt. Nichtsdestotrotz ist das irgendwie noch nicht so ganz das Ende der Fahnenstange, sonst würden wir das vielleicht auch in der Vorlesung einsetzen. Sie haben ja schon gesehen, dass wir das nicht tun. All das, was Sie jetzt gesehen haben, RCS, CVS, SVN, das ist irgendwie so eine lineare Kette von Weiterentwicklung von derselben Idee.
nicht im Wesentlichen das, was ich Ihnen davor über Versionsverwaltung so ein bisschen gezeigt habe. Und dann hat man irgendwie mal so gedacht, ist ja alles gut und schön, aber irgendwie ist es noch nicht so richtig das, was man wirklich haben will. Und wenn man keine Ahnung davon hatte, wie man das jetzt richtig macht, hat man gesagt, na gut, dann machen wir es doch einfach mal anders und hoffen, dass das richtig ist. Und was dabei rausgekommen ist, ist Git. Und Git werde ich Ihnen jetzt ein bisschen ausführlicher erklären. Das liegt daran, dass wir das auch in der Vorlesung einsetzen. So, was ist jetzt Git? Das Wichtigste an Git ist, Git denkt nicht mehr über Dateien nach. Bisher war es ja immer so, wir haben gesagt, okay, wir haben irgendwie Dateien, wir machen da Änderungen dran, wir buchen das ein, wir sagen, okay, wir ändern hier in Zeile XY folgendes und dann wird das wieder eingebucht. Kann man machen, aber man kann es auch mal anders sehen. Man kann nämlich sagen, okay, alles ist erstmal ein Objekt. Ob das jetzt Dateiinhalte, Verzeichnisse, Konfigurationen, was auch immer sind, Varianten, völlig egal, alles ist ein Objekt. So denkt Git. Wir werden nachher sehen, wie das funktioniert. Außerdem kann Git wunderbar mit Varianten umgehen. Wer sich noch an die letzte Vorlesung erinnert, da haben wir über Versionsnummern gesprochen, wie man das sinnvoll anlegt. Da haben wir auch darüber gesprochen, dass es ja Varianten geben kann. Wie wir die benennen, haben wir hauptsächlich besprochen. Aber Varianten, wer schon mal selber was entwickelt hat und wer auch mal mit anderen Leuten entwickelt hat, der weiß, dass Variantenbildung ziemlich wichtig und ziemlich integral eigentlich ist. Und naja, alle anderen Versionsverwaltungssysteme haben das irgendwie immer sehr stiefmütterlich behandelt. In SVN ist es zum Beispiel so, da gibt es dann einfach gewisse Ordnerstrukturen, die man benutzt per Konvention, ja, um sicherzustellen, dass da irgendwie Varianten drin liegen. Das ist aber irgendwie blöd. Alle müssen sich alle dran halten. In Git wird das sichergestellt, dass man immer irgendwie Variantenbildung macht. Wie das genau passiert, sehen wir gleich. Außerdem wird die Historie kryptografisch gesichert. Wer da so ein bisschen paranoid veranlagt ist, für den ist das super. Ansonsten ist das auch super, weil ja, worüber wir uns noch keine Gedanken gemacht haben, ist, was ist denn eigentlich, wenn ich so eine Änderung, die ich irgendwann mal gemacht habe, irgend so ein Delta später nochmal anfasse, weil aus Boshaftigkeit oder weil ich verschleiern will, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Vielleicht möchte ich den nochmal ändern. Ist das wirklich eine gute Idee, weil damit mache ich ja irgendwie so die Historie kaputt. Und das stellt Git sicher, dass das nicht passieren kann. Die sehen wir dann auch später. Und was auch noch super ist, bei Git ist das gesamte Depot erstmal für jeden Benutzer lokal. Das heißt, wir verabschieden uns so ein bisschen von der Idee von diesem entfernten Depot, was super ist, weil ich komme aus einer Zeit, da gab es im ICE kein Internet. Und wenn ich dann im Zug gearbeitet habe, dann wollte ich nicht warten, bis ich irgendwo ankomme, bevor ich meine ganzen Sachen ins Depot einbuchen kann, sondern ich wollte das auch zwischendrin schon machen. Und das kann eben Git. Das heißt, man kann erstmal selber lokal sich austoben, hat da selber ein Depot, auf dem man arbeiten kann. Und wenn man noch ein entferntes benutzen möchte, dann geht das auch. Dafür braucht man Push, Pull und Fetch. Da werden wir ein bisschen schneller drüber gehen, weil Sie brauchen das in der Übung nicht. Aber ich werde Ihnen trotzdem mal zeigen, wie das funktioniert. Was man außerdem wunderbar noch über diese Variantenbildung machen kann, man kann wunderbar Arbeitsprozesse oder Befehlshierarchien abbilden. Man kann zum Beispiel sagen, Sie erinnern sich bei den Varianten, hat man gesagt, es gibt eine Hauptvariante, einen Hauptzweig, auf dem wir arbeiten. Und dann kann man sagen, okay, da dürfen nur befugte Personen, zum Beispiel ich als Chef, ja, der Herr Hai hier als kleines Licht, darf da nicht was drauf einbuchen, sondern ich muss entscheiden, wenn er was auf einbucht in einer anderen Variante, kann ich mich dann entscheiden, möchte ich das auch im Hauptzweig haben oder nicht. Sowas kann man auch machen, werden wir uns aber auch nur mal kurz anschauen. So, wie funktioniert jetzt Git, wenn Sie damit arbeiten wollen? Angenommen, wir haben schon mal ein Git-Depot, wie wir eins anlegen, sehen wir auch gleich, aber angenommen, wir hätten schon mal so eins lokal. Wenn ich da Dateien drin liegen habe, zum Beispiel das, was Sie hier in der Übung bei uns programmieren dürfen, dann ist das Git erstmal völlig egal. Lass die Dateien doch da rumliegen, interessieren mich nicht. Sie müssen erst explizit sagen, dass Git sich doch bitte um die Versionierung dieser Dateien kümmern soll und das machen Sie mit diesem Git-Add-Befehl. Damit können Sie sagen, Datei X, Datei Y, Datei Z, bitte unter Versionskontrolle stellen. Und wenn Sie das gemacht haben, dann können Sie über einen sogenannten Commit, das ist das Einbuchen, können Sie sagen, okay, das ist jetzt eine fertige Änderung, die ich habe, da habe ich jetzt Fehler XY geändert und dann liegt es hier fertig in Ihrem lokalen Depot. Wenn Sie sagen, okay, das ist jetzt Version 1.1 oder was auch immer. So, von dort aus können Sie dann aber auch noch in ein entferntes Depot tatsächlich kommen und das machen Sie mit einem Push,
Haftbefehl. Das heißt, damit kommen Sie dann tatsächlich in das entfernte Depot. Das gibt es auch noch bei Git. Aber wie gesagt, eigentlich bis hierher ist die eigentliche Denkweise von Git mit Ihrem lokalen Depot. Wenn Sie wiederum Änderungen von einem entfernten Depot holen wollen, dann können Sie das machen mit diesem Git-Fetch-Befehl. Dann bekommen Sie alle Änderungen, die jemand anders vielleicht gemacht hat und eingebucht hat, bekommen Sie dann bei sich lokal, können da reinschauen und dann können Sie sich überlegen, möchte ich die haben mit einem Merge, dann kann ich die in meine Änderung oder in meine Version einpflegen. Das Checkout macht, schauen wir uns dann gleich auf der übernächsten Folie an. Gibt es soweit Fragen? Alles klar. Aber vielleicht jetzt nochmal von mir die Frage, wer hat denn schon mal mit Git gearbeitet? Jetzt mal unabhängig vom Übungsbetrieb hier, sondern davor vielleicht schon mal oder privat, weil er Lust hat. Dann. Okay. Ungefähr ein knappes Drittel, kann ich mal schätzen. Danke. Das heißt, für Sie ist das jetzt alles irgendwie nichts Neues. Ich mache trotzdem mal weiter. Was gibt es für Befehle für Git, die für Sie wichtig sind? Naja, so ein Hilfebefehl ist klar. Git init ist genau das, was Sie in einem Depot anlegt. Das heißt, Sie haben einfach irgendeinen Ort in Ihrem Dateisystem und an dem sagen Sie, okay, jetzt machen wir hier bitte ein Git-Depot auf. Sie können aber auch eins bekommen, indem Sie ein Depot holen von einem entfernten Server. Das machen Sie über den Git-Clone-Befehl. Und das Schöne bei Git ist, Sie bekommen nicht nur die aktuelle Variante, so wäre das bei SVN gewesen, sondern Sie bekommen die komplette Historie mit. Und das liegt einfach an der Denkweise von Git, diese verteilte Denkweise, dass jeder, der das Depot hat, auch das gesamte Depot haben sollte und darauf arbeiten kann. Genau. Add haben wir schon gesagt, fügt eine neue Datei hinzu. Oder aber, wenn Sie etwas an einer Datei, die schon hinzugefügt war, dann geändert haben, das heißt, Sie machen irgendwas Neues an der Datei, ändern irgendwas, fixen einen Fehler, dann machen Sie auch wieder Git Add, um die Datei auf den Commit vorzubereiten. Dann machen Sie Git Commit, damit landet im Grunde die Änderung in Ihrem lokalen Depot. Mit Push übertragen Sie es in ein entferntes Depot. Mit Fetch holen Sie die Änderungen aus entfernten Depots. Mit Merge pflegen Sie die Änderungen aus einer anderen Variante. Das ist zum Beispiel die andere Variante, die von dem entfernten Depot kommt. Legen das in Ihre eigene Version ein. Und Pull ist eine Abkürzung, das macht einfach Fetch und Merge zusammen. Das heißt, wenn Sie einfach sagen, hol mir das, was auf dem Server ist und mach alle Änderungen bei mir in mein lokales Depot rein, dann machen Sie Pull und dann sind Sie an der Stelle fertig. Gut, das habe ich schon gesagt. Init legt ein neues Depot an, da brauche ich, glaube ich, nichts mehr weiter dazu sagen. Git add habe ich im Wesentlichen auch schon erklärt. Commit auch. Ich glaube, da kann ich aber drüber gehen, da geht es ein bisschen schneller. Wichtig ist noch, wir haben vorhin über Konflikte gesprochen, die passieren können, wenn man Dinge einbucht. Kann Ihnen jetzt lokal bei Git erstmal nicht passieren, weil in Ihrem lokalen Depot sind Sie natürlich Herr und Meister. Sie sind der Einzige, der darauf arbeitet. Das heißt, da können an sich erstmal keine Konflikte auftreten, normalerweise. Sei denn, man benutzt sehr, sehr viel Gewalt. Sie bekommen also beim Einbuchen keine Konflikte. Genau, jetzt nochmal eine andere Sichtweise aus Sichtweise einer Datei. Ich habe vorhin gesagt, Git denkt in Objekten, aber wenn wir jetzt mal mit unserer naiven Sichtweise über Dateien nachdenken, dann das ist das, was wir normalerweise machen wollen, Dateien irgendwie verwalten mit Git, dann sieht das so aus. Ich habe schon gesagt, am Anfang interessiert sich Git einfach überhaupt nicht für die Dateien. Das heißt, Sie müssen erst explizit sagen, bitte kümmere dich um diese Datei, liebes Git. Das machen Sie mit dem Git-Add-Befehl. Dann sind Sie in diesem Unmodified-Zustand. Das heißt, Sie haben einfach eine Datei, die liegt in Git drin. Die kann man irgendwie verwenden, kann man Änderungen machen und damit arbeiten. Und das Erste, was man dann vielleicht tun möchte, man möchte irgendwie was ändern, dann kommt man in diesen Modified-Zustand. Man ändert irgendwas an der Datei, fixt einen Fehler, wie auch immer. Dann ist man hier in diesem Modified-Zustand. Was man dann macht, ist, man ruft nochmal Git add auf und überführt die Datei in diese Staging Area. Wenn man da dann ist, dann kann man wieder ein Commit ausführen und zurück in den Unmodified-Zustand gelangen, weil dann hat man ja eingebucht. Und dann geht Git wieder davon aus, okay, jetzt sind wir an einem festen Zustand und naja, dann
bis die Datei erstmal wieder in dem Zustand, wie ich sie haben wollte. Wir haben davor die Änderung eingebucht. Jetzt haben wir vorhin einfach nur über Einbuchungen gesprochen und ich erzähle Ihnen jetzt die ganze Zeit irgendwie was von, man muss erstmal Git Add machen und erstmal in so einer Staging Area oder die Datei ist staged. Warum will man denn sowas überhaupt machen? Das ist doch einfach nur so ein zusätzlicher Schritt, der wirkt doch erstmal irgendwie total kontraintuitiv. Ich mache einfach die Datei, überführe ich in die Staging Area und dann mache ich Commit. Warum mache ich das nicht mit einmal? Kann sich jemand vorstellen, warum man das in zwei Schritte aufteilen möchte? Hier melden sich ganz viele Leute. Wer war denn heute noch nicht dran? Sie habe ich heute noch nicht sprechen hören. Okay, also Ihr Kommilitone sagt, man möchte vielleicht Zwischenstände sichern. Das ist so die Kurzform, glaube ich, davon. Also Sie arbeiten an zwei Klassen, möchten aber erstmal nur die eine committen. Ja, das könnte ein Anwendungsfall sein, das ist aber nicht der eigentliche Grund. Okay, da war jetzt sehr viel Verändern dabei in der Antwort. Ihr Kommilitone sagt, wenn zwei Leute an derselben Datei Änderungen durchführen an unterschiedlichen Stellen, damit man dann besser entscheiden kann, was man davon verwendet, so ungefähr. Dazu hilft Ihnen die Staging Area erstmal nicht. Das ist ja dann eher eine Frage, in welcher Granularität Sie committen. Warum man das tatsächlich macht, da oben melden sich noch mehr Leute. Ich mache jetzt einfach mal weiter, weil dann geht es schneller. Tut mir leid. Was Git ermöglichen möchte, ist im Grunde das semantische Zusammenwirken von Änderungen. Das heißt, die wollen einen Fehler fixen in ihrem Projekt und der steht halt nicht in einer Datei, sondern dazu müssen sie fünf Dateien anfassen. Das heißt, dann können sie einfach in den fünf Dateien Änderungen machen, in die Staging Area überführen und in dem Moment fällt ihnen ein, ah Mist, in der sechsten Datei muss ich ja auch noch was anfassen. Ja, das heißt, dann können Sie auch noch sagen, okay, jetzt mache ich auch noch die Änderung in der sechsten Datei und füge die auch noch zur Staging Area dazu und erst dann mache ich den Commit. Ja, also sowas geht mit Git, geht aber genauso auch andersrum. Man kann auch sagen, ich habe jetzt ganz viel gearbeitet den ganzen Tag über, aber eigentlich sind das unterschiedliche Dinge, an denen ich gearbeitet habe. Dann können Sie auch sagen, okay, jetzt nimm von der Datei nur die ersten drei Zeilen und füge die in die Staging Area dazu. Also sowas geht auch mit Git, wenn man es richtig beherrscht. Und dann kann man einfach seine Commits, seine Einbuchungen kann man einfach sinnvoll semantisch gliedern. Und das ist auch so ein bisschen das, was wir in der Übung von Ihnen fordern. Sie sollen da so semantische Einheiten bilden, wenn Sie denn etwas einbuchen. Gut, gibt es ansonsten Fragen bis hierher zu Git? Gibt es nicht. Wunderbar. Wie sieht jetzt so ein Logbucheintrag aus? Wir haben ja irgendwann schon mal gesagt, wenn ich so eine Einbuchung mache, dann soll da bitte auch drin stehen, was denn da eigentlich passiert ist. So sieht ein Logbucheintrag in Git aus. In SVN, wer damit gearbeitet hat, ist es im Wesentlichen so ähnlich. Man sieht hier den Autor, das war in dem Fall mal ich. Die E-Mail-Adresse zu Änderungstag. Wir sehen, welche Datei verändert wurde und man sieht hier diese Nachricht. Das sind diese Nachrichten, wo wir auf den Übungsblättern sagen, bitte schreiben Sie da was Sinnvolles rein. Im Wesentlichen sollte da das drinstehen, was ich gerade als semantische Einheit bezeichnet habe. Also Sie lösen Problem XY und haben dafür fünf Dateien angefasst, dann schreiben Sie in diese Logbuchnachricht genau rein, dass Sie eben folgenden Fehler gelöst haben. So sieht das aus. Wir sehen hier allerdings ein Problem. Wir haben die ganze Zeit jetzt über so schöne Versionsnummern gesprochen. Wir haben uns dann diese Deltas angeschaut und dann haben wir gesehen, wir kommen von Version 1.0 auf 1.1, auf 1.2, dann irgendwann zu 2.0. Und dieses komische Git, das macht jetzt was anderes. Das schreibt hier so elend lange Zeichenketten dahin. Können Sie sich vorstellen, warum das so gemacht wird? Jemand eine Idee? Oder was wir da überhaupt sehen? Hier meldet sich eine Kommilitone. Genau. Zum Beispiel, ja, genau. Also, Ihr Kommilitone sagt, das ist einfach die Denkweise von Git. Statt jetzt irgendwelche Versionsnummern zu verteilen, rechnen wir einfach einen Hash aus. Und das hat mehrere Gründe. Mit so einem Hash können wir im Grunde einen Commit eindeutig zuordnen. Das geht mit Zahlen vielleicht nicht. Also wir haben ja gerade gesagt, Git denkt da sehr verteilt. Wir können an fünf Leute die gleiche Version des Depots austeilen und jeder arbeitet jetzt einen Schritt weiter, macht aus Version 1.0.1.1 und jetzt buchen wir alle ein. Super, haben wir fünfmal Version 1.1. Okay, das könnte man vielleicht noch auflösen, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht. Man kann aber mit diesen Hashes hier noch ein bisschen mehr erschlagen. Man kann nämlich genau das tun, was ich auf der ersten Folie vollmundig versprochen habe, nämlich diese kryptografische Sicherheit sicherstellen. Mit diesem SA1 Hash ist es, glaube ich, bei Git,
rechnen Sie im Grunde einen eindeutigen Wert durch diesen Hash aus für diesen Commit. Und der setzt sich aus unterschiedlichen Dingen zusammen, wie zum Beispiel dem Benutzer, der das getan hat, Zeitpunkt, Log-Nachricht, Dateien, die verändert wurden. Das heißt, der ist ziemlich eindeutig. Es gibt da eher keine Kollision. Den kann man eindeutig ausrechnen und damit kann man eben sicherstellen, dass dieser Commit tatsächlich einzigartig ist. Und das Schöne dabei ist, wenn ich den jetzt später nochmal raushole und sage, okay, ich möchte hier aber was an der Historie ändern, dann kann ich das tun, aber dann verändert sich der Hash und dann fällt er irgendwie aus der Historie raus, weil Git dann nicht mehr weiß, was ist denn das da eigentlich für ein Hashwert gewesen, den kenne ich gar nicht aus meiner Historie. Denn in den Hash steckt auch immer der Vorgänger mit drin. Das heißt, wenn Sie da irgendwie Ihren Chef betrügen wollen, dann müssen Sie schon sehr, sehr viel Arbeit investieren, das zu tun. Das stellt halt Git sicher, dass das eben nicht passiert. Und deshalb sehen die so aus, diese Hashes. Normalerweise reicht es, um auf einen zuzugreifen, die ersten 4 oder 5 Zeichen zu benutzen. Damit können Sie dann sagen, okay, ich hätte gerne Commit 818F gehabt und würde gerne an der Stelle weiterarbeiten. Es gibt auch sehr viele, sehr schöne grafische Oberflächen. Man kann sich das auch in der Kommandozeile grafisch als Graph ausgeben lassen, indem Sie dann im Grunde sehen, welche Commits wie aufeinander gefolgt haben. Genau, das ist nochmal für den Ausdruck. Was haben wir hier? Ja, genau, ein Delta. Hier sehen Sie im Grunde genau so eine Änderung. Wir haben vorhin gesagt, wir wollen hier vielleicht dieses Hallo Welt anpassen. Dann sehen Sie, Git denkt zeilenweise und sagt, okay, diese Zeile, die ist an mir rausgekommen, dafür ist die Zeile hinzugekommen. Damit können Sie sich zum Beispiel, wenn Sie den Unterschied anzeigen lassen wollen von einem zum nächsten Commit, dann machen Sie es eben mit diesem Git-Diff-Aufruf, der war, glaube ich, auf den Befehlsfolien nicht mit dabei, und sagen halt diesen Kurz-Hash und dann zeigt Ihnen Git genau an, was denn eigentlich Ihr Kommilitone vom letzten Mal geändert hat oder was vielleicht auch Sie selber geändert haben. Vielleicht haben Sie es ja vergessen. Genau. Genau, so kommen Sie an ein Git-Depot, wenn Sie entfernt darauf zugreifen wollen. Ich glaube, das ist für uns nicht so interessant, weil wir arbeiten nur mit Git lokal. Wer sich das anschauen will, den verweise ich hier unten auf die Internetseite. Das habe ich auch schon gesagt, mit Clone macht man das. Wie genau, das dürfen Sie sich selber anschauen. Und jetzt schauen wir uns mal so mal ein bisschen an, wie Git denn eigentlich intern funktioniert. Wenn man das so ein bisschen verstanden hat, dann arbeitet sich es leichter damit. Ich habe schon gesagt, Git merkt sich keine Deltas, sondern macht eher Schnappschüsse. Sie können sich das im Grunde so vorstellen wie Dateisystem. Das ist vielleicht eine ganz gute Sichtweise drauf und wir merken uns eben Schnappschüsse von einem gewissen Dateisystem. Das heißt, wir wissen immer, welche Datei oder wie die Dateien aussehen, die wir jetzt gerade vor uns sehen, in sogenannten Schnappschüssen. Die werden dann eben in die Commits abgebildet. Und das ist so, wie SVN denkt, naja, wir haben hier Datei A, B und C und da machen wir jetzt hier zu Version 1, machen wir ein Delta an Datei 1 und so weiter und so fort. Ja, so denken alle anderen Versionskontrollsysteme und so denkt Git. Wir haben hier im Grunde Schnappschüsse und in jedem Schnappschuss haben wir einen Zustand von unserem, sage jetzt mal in Anführungszeichen, Dateisystem. Das ist der Unterschied. Das heißt, wir sehen hier immer diese Schnappschüsse. Intern werden da natürlich auch Deltas ausgerechnet, passiert viel Magie, aber das ist die Denkweise. Also wenn Sie sich so einen Commit, wie wir vorhin gesehen haben, holen, dann haben Sie immer so einen Schnappschuss von Ihrem Dateisystem vor sich liegen. So ist die Denkweise von Ihnen. Gehen wir nochmal, zoomen wir noch ein bisschen weiter rein. Ich habe vorhin gesagt, wir wollen vielleicht irgendwie sagen, wir haben drei Dateien in unserem Depot und jetzt sagen wir, liebes Git, bitte kümmere dich darum und dann sage ich auch Commit und sage, das ist jetzt mein erster Commit auf dem Depot. Dann sieht das ungefähr so aus. Ich bekomme für jede Datei, die ich habe, so einen Blob. Ja, mit dem kann ich noch irgendwie relativ wenig anfangen. Der repräsentiert halt irgendwie die Dateien, mit denen ich arbeite. Warum ist das eigentlich so unscharf? Und darüber habe ich so ein Tree-Objekt liegen, was im Grunde sagt, okay, die drei, die sind jetzt eben in dem Commit drin, diese drei Dateien. Aber damit sind wir natürlich auch nicht fertig, weil damit wissen wir zwar, welche Dateien da drin waren und in welchem Zustand, aber wir wissen sonst noch nichts über den Commit. Die ganzen Metadaten fehlen uns noch und das kommt halt in diesem Commit-Objekt dazu. Da sehen wir dann auch hier, wir haben den Autor, vorhin war ich das, jetzt ist das der liebe Scott.
Und wir wissen, an diesem Commit hängt dieser Tree dran. Ja, das ist also der Schnappschuss, den wir in diesem Commit sehen von unserem Dateisystem. Und jetzt denken wir mal weiter. Jetzt machen wir mehrere Commits aufeinanderfolgen. Wir ändern Dinge in unseren Dateien, machen immer wieder Git Add, Git Commit. Und dann sieht das irgendwann so aus. Und da sehen Sie schon, da gibt sich irgendwie so ein Graph. Hier war unser erster Commit und der nächste Commit, der weiß, was sein Vorgänger war. Und damit kann man eben immer sicherstellen, das heißt, Sie sehen hier, erster Commit hieß 98CA9 und der zweite Commit 34AC2 und der weiß, was sein Vorgänger war. Und damit ist eben sichergestellt, dass ich dann nicht irgendwo zwischendrin reingreifen kann und auch mal was ändern kann, ohne weiteres. Genau, Sie sehen schon, es ergibt sich im Grunde so ein Graph und den kann man dann immer weiter fortsetzen. Und das passiert, und das habe ich auch schon zum Anfang gesagt, in Git immer integral auf Varianten. Es gibt immer eine Hauptvariante, das ist diese Master-Variante, der Master-Zweig wird es genannt in Git. Das ist die Hauptvariante, die Sie ganz am Anfang, als wir über Versionsverwaltung gesprochen haben, gesehen haben. Darauf wird normalerweise gearbeitet, wenn Sie so ein Depot anlegen, der ist immer da. Und wenn ich jetzt aber sage, okay, ich möchte eine andere Variante haben. Sie erinnern sich vielleicht an unser kleines Schauspiel. Kollege Hai hat irgendwie Mist gebaut und müsste doch bitte mal jetzt noch den Fehler fixen. Wenn er da Versionskontrolle eingesetzt hätte und Git verwendet hätte, dann hätte er gesagt, okay, von meinem aktuellen Zustand her möchte ich jetzt mal irgendwie was verändern. Das heißt, ich bilde jetzt eine Variante. Ich bilde jetzt einen neuen Zweig, den nenne ich jetzt Testing. Vielleicht wäre in dem Fall Fixing besser gewesen, aber könnte ja auch Testing sein. So, das ist das, was passiert. Das heißt, mit dem Befehl Git Branch Testing lege ich im Grunde so einen neuen Zeiger an auf den letzten Commit oder auf den Commit, auf dem ich gerade bin und sage, okay, ab sofort bin ich auf dem Zweig Testing. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, kommt die Frage an der Stelle, woher wissen wir denn jetzt eigentlich, wo wir gerade sind, auf welchem Zweig? Jetzt haben wir zwei Zweige, zwei Varianten, die auf das gleiche zeigen. Genau, das ist nämlich jetzt die Frage, die jetzt kommt. Woher wissen wir denn jetzt eigentlich, was der aktuelle Commit ist und auf welchem Zweig wir denn eigentlich sind? Weiß das jemand? Da meldet sich wieder jemand, aber den hatten wir heute schon ein paar Mal. Noch jemand anders? Die hat man noch nicht. Ah, Ihr Kommilitone sagt, da gibt es noch so ein Head. Genau, das ist vollkommen richtig. Also zusätzlich zu diesen Zeigern, die sagen, okay, auf diesem Zweig bin ich gerade, gibt es noch einen Head-Zeiger. Der ist vielleicht, bin ziemlich sicher, am Anfang erstmal auf diesen Master-Branch, auf diesen Master-Zweig gerichtet. Und wenn ich jetzt Checkout mache, und ich habe vorhin versprochen, wir sprechen noch über Checkout, dann kann ich im Grunde diesen Head-Zeiger verschieben. Das ist die Hauptaufgabe von Git Checkout. Wenn ich also jetzt sage Git Checkout Testing, dann wandert dieser Head-Zeiger auf diesen neuen Zweig, den ich angelegt habe. Und jetzt weiß ich, okay, jetzt arbeite ich ab sofort auf diesem Zweig weiter. Ich kann auch so wilde Sachen machen wie, naja, ich möchte einfach mal hier auf diesen Commit 34AC2 zurück. Dann kann ich auch sagen Git Checkout 34AC2 und dann bin ich da vorne und dann sehe ich den Zustand meines Depots, wie er damals war. Gut, was passiert jetzt, wenn ich in diesem Testing-Zweig eine Änderung mache? Wir gehen nochmal zurück. Also wir sind hier, der Head ist auch hier auf diesem Testing-Zweig. Was passiert, wenn ich jetzt einen neuen Commit anlege? Möchte jemand ganz vorne? Genau, und was passiert außerdem noch? Das war richtig. Passiert noch was? Also Ihr Kommilitone sagt, hier wird noch irgendwie so ein neuer Commit angelegt und mit einem Zeiger auf den davor, das ist vollkommen richtig. Was passiert außerdem noch? Genau, Testing wird auf den neuen Commit verschoben. Das ist genau das, was passiert. Sehen wir jetzt hier. Der Head sieht jetzt halt ein bisschen anders aus, aber das ist das, was passiert. So. Und wenn Sie sich das jetzt vorstellen, dass der nicht hier hängt, grafisch, sondern hier drunter hängt, dann sehen Sie auch besser die Variante gedanklich. Ja? Stellen Sie sich vor, der hängt hier, dann ist das nämlich die Variante. Und wenn ich jetzt hier zurück auf den Master gehe, Git Checkout Master und da weiterentwickle, dann habe ich nämlich sofort die Variantenbildung. Ich habe da auch noch ein Beispiel mitgebracht, das ist jetzt glaube ich auch klar, wie wir zurück zum Master kommen, das ist nicht so spannend. Deshalb zeige ich Ihnen lieber noch dieses Beispiel, wo man das mal ein bisschen besser sieht in der Variantenbildung. Wir haben ähnliche Situationen, wir haben diese drei Commits, die wir gemacht haben, wir haben den Master und
Kollege Hai hat festgestellt, naja, ich habe hier irgendwie einen Fehler gemacht, ich müsste doch da einmal noch Feature 42 einbauen. Also macht er eine neue Variante, die heißt Feature 42 und committet da etwas. Der Zeiger auf dem Zweig wandert entsprechend mit. Was wir jetzt nicht sehen, was implizit ist, ist der Head-Zeiger, aber wir stellen uns einfach mal vor, wir hätten den da. Und gleichzeitig habe ich vielleicht noch einen Entwickler hingesetzt, der seinen Fehler ausbügeln soll. Also das ist im Grunde die Weiterentwicklung. Sie erinnern sich, Kollege Hai hat noch andere Hello-World-Nachrichten hinzugefügt, hat aber nicht gemerkt, dass er davor Quatsch gebaut hat. Deshalb habe ich jemanden Fähigeren hingesetzt und habe gesagt, okay, mach doch mal bitte von der alten Version jetzt den Hotfix. Das heißt, bilde hier wiederum eine neue Variante, die nenne ich Hotfix, und mach da auch einen Commit. Behebe seinen Fehler, ausgehend von der alten Variante. So, und weil das naja, relativ einfach war, kann ich dann auch den Master an der Stelle nachziehen, kann an der Stelle einen sogenannten Merge machen, das geht an der Stelle und das übernimmt Git für Sie fast forward, weil wir haben hier vielleicht nur eine Zeile geändert, dann kann Git diesen Merge automatisch machen. Dann lösche ich auch wieder diesen Zweig, weil okay, der Fehler ist gefixt, die Variante ist nicht mehr nötig, wir haben dies eingepflegt, unseren Hauptzweig ist an dieser Stelle. Währenddessen arbeitet Kollege Hai weiter an dem tollen neuen Feature, hat jetzt die zweite Hello World Nachricht schon hinzugefügt, es geht voran. Das geht also immer weiter, hat Commit Nummer 5 und was wir jetzt machen wollen, wir wollen jetzt seine neuen Änderungen wieder in den Hauptzweig übertragen, weil wir wollen das vielleicht in Version 2.0 an den Kunden ausliefern. Und an der Stelle machen Sie wieder ein Git Merge. Dazu gehen Sie auf den Masterzweig und sagen dort einfach Git Merge und den Namen des anderen Zweigs, den Sie verschmelzen möchten. Und was dann Git macht, normalerweise, wenn Sie ihm nicht sagen, dass er was anderes tun soll, geht zurück auf diesen C2, auf diesen C2-Commit und schaut, sind denn diese Änderungen vereinbar? Und dann führt er die eben zusammen, ausgehend von diesem C2-Commit. Dann schaut er sich an, okay, was ist hier in C4 passiert, was ist in C3 passiert, was ist in C5 passiert? Und am Ende kommen wir eben in dieser Commit 6-Variante heraus. Das heißt, wir führen das hier zusammen. Und wenn wir das getan haben, dann können wir auch den Commit 42 wieder löschen. Das heißt, an der Stelle haben wir dann nicht unseren Commit 42, sondern die Variante 42 hier unten wieder löschen. Das heißt, wir haben das neue Feature da reingebracht. Alles fertig, alle Fehler behoben. Sind also an der Stelle erstmal fertig. Jetzt ist bloß die Frage, Kollege Hai hat ja einen Fehler gemacht. Der hat das auch, ich habe es fixen lassen von jemand anders, weil der konnte das vielleicht besser. Auf jeden Fall ist der Fehler jetzt erstmal gelöst. Wir wissen aber, wann er auftritt. Jetzt wollen wir sicherstellen, dass zumindest dieser Fehler nie wiederkommt. Wir wollen irgendwie sicherstellen, dass dieser eine Fehler, den der Heider gemacht hat, nicht nochmal vorkommt in unserer Firma. Und wir wollen sicherstellen, dass egal welche Änderungen wir durchführen an unserem Projekt, eben genau der Fehler nicht nochmal auftritt. Und er darf Ihnen jetzt selber erklären, wie man das am besten macht. Ich dachte, ich bin nicht geeignet dazu, aber naja, dann muss ich das jetzt wohl machen. Was haben Sie denn für eine Idee? Wie könnte man denn jetzt verhindern, dass man einen Fehler, den man schon mal gemacht hat, nochmal macht in einem Projekt? Jemand eine Idee? Ich glaube, das Werkzeug dazu haben Sie alle schon letztes Semester kennengelernt. Ja? Genau. Also Ihr Kommiliton hat vorgeschlagen, einen Testfall dazu zu schreiben. Genau das. Ja, Sie haben wahrscheinlich schon alle Programmieren 1 gehört, wahrscheinlich. Die meisten von Ihnen zumindest. Das heißt, Sie wissen schon, sollten wissen, was Tests sind. Wir werden jetzt auch nochmal kurz das Ganze einführen, nochmal kurz auf den Stand bringen, dass Sie das wissen, was wir für die Übungsblätter benötigen. Genau, was verstehen wir denn unter Testfällen? Testfälle sind Ausführungen eines Programms unter bekannten Bedingungen. Das heißt, wir wissen, welche Eingabe wir an das Programm senden und wissen, was wir erwarten von dem Programm. Das heißt, wir testen unter diesen Bedingungen, unter vorgegebenen Eingabedaten, ob das zurückkommt, was wir eigentlich erwartet haben. Und das Ziel dabei ist, dass wir Defekte aufdecken. Das heißt, wir können aber auch immer nur die Defekte erkennen, die wir durch unsere Eingabedaten überhaupt erzeugen können. Das heißt, wir können mit Tests immer nur Defekte abdecken, die wir auch erwarten können oder mit den Sachen, die wir testen. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass es keine Defekte in einem Programm gibt,
wenn wir alles getestet haben, was uns eingefallen ist. Genau. Was sind jetzt, ja, was ist das Vorgehen bei Testfällen normalerweise? Na ja, gut, man könnte jetzt natürlich jede Schnittstelle des Programms oder alles, was wir mit dem Programm machen können, händisch durchprobieren oder irgendwelche Sysouts oder sonstiges einfügen und schauen, jedes Mal händisch, kommt jetzt das raus, was ich eigentlich erwartet habe. Naja, das wäre vielleicht bei einem kleinen Projekt wie Hello World noch recht einfach machbar. Ich meine, man muss nur einmal kurz auf die Kommandozeile gucken und schauen, ob da Hello World ausgegeben wird. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, man hat ein großes Projekt mit, ja, keine Ahnung, mehreren hunderttausend Zeilen Code und man hat über 50 Sachen, die man testen möchte oder noch viel mehr, dann ist es vielleicht nicht mehr möglich, dass man jedes oder jedes Testergebnis einfach mal kurz drauf schaut und schaut, ob das korrekt ist. Das heißt, man möchte diesen Prozess eigentlich automatisieren. Das heißt, man möchte für jeden Testfall, den man sich überlegt hat, eine Ausgabe bekommen. Ist denn jetzt das passiert, was ich eigentlich erwartet habe? Also eigentlich ein Boolean Wert, ist dieser Testfall erfolgreich oder ist er fehlgeschlagen? Man kann natürlich auch überlegen, wenn man jetzt gute Werte ausgibt, dass man das Ganze auch über einen anderen Mechanismus löst, nämlich über Exceptions, also Ausnahmen. Das heißt, immer wenn eine Ausnahme ausgelöst wird, die ich nicht erwarte, kann ich auch davon ausgehen, dass der Test Case oder der Testfall nicht so abgelaufen ist, wie ich das erwartet habe. Das Schöne an diesen automatischen Testfällen ist, wie ich eben schon sagte, man kann große Mengen von Testfällen haben, die zusammensetzen und automatisiert ablaufen lassen, sodass man nicht jedes Mal alles händig machen muss dazu. Genau. Das wird häufig gemacht in größeren Softwareprojekten über Nacht. Das heißt, sogenannte Nightly Builds werden gemacht. Es werden die Testfälle durchgeführt. Es wird geschaut, ob das, was über den Tag produziert wurde, den Qualitätsanforderungen entspricht, die man eigentlich für den Testfällen definiert hat. Genau, außerdem dazu kann man die Testfälle dann natürlich auch zu Regressionstests nehmen. Das heißt, man kann eine gewisse Menge von Testfällen definieren für die Software, die immer erfüllt sein muss. Das heißt, wenn ein Entwickler eine Änderung an dem Tool macht, man selber aber schon festgestellt hat, zum Beispiel, dass wenn man gewisse Sachen abändert, wie Sebastian es eben schon beschrieben hat, das heißt, wir haben einen Fehler vorher schon festgestellt, haben dafür einen Testfall geschrieben, kann den meinen Kollegen zur Verfügung stellen und die Kollegen wissen dann, wenn sie das nächste Mal dieselbe Änderung oder eine ähnliche Änderung machen, die diesen Fehler produzieren, dass das halt die Software kaputt macht. Entschuldigung. Genau. So, was ist jetzt das Werkzeug, was wir dazu benutzen? Hier in der Übung und auch in der Vorlesung benutzen wir JUnit 4. Ich glaube, das haben die meisten von Ihnen schon während Programmieren eingesetzt. Das ist eine Rahmenarchitektur, die einem die Möglichkeit bietet, automatisiert Testfälle durchzuführen. Sie liefert einem dann dabei die fehlgeschlagenen Testfälle zurück, beziehungsweise gibt einem auch wo waren wir stehen geblieben? Bei gibt Testfälle zurück. Genau, damit können wir automatisch alle unsere Testfälle ausführen lassen. Es gibt natürlich auch nicht nur für Java JUnit, sondern naja, Sie können das im Wesentlichen auch für PHP. PHP-Unit heißt das, glaube ich sogar. Ich weiß es gar nicht mehr. Gibt es sowas auch? Also für alle möglichen Programmiersprachen gibt es sowas normalerweise. Das heißt, das ist kein Problem, das auch für andere Programmiersprachen einzusetzen. Wir zeigen es Ihnen hier für Java, weil das ist, was wir benutzen. Was ist jetzt in so einer JUnit-Testklasse eigentlich drin? Also ich möchte sagen, naja, ich möchte hier gewisse Stellen von meinem Programm testen. Das heißt, ich lege mir eine neue Testklasse an und da sind gewisse Testfälle drin in Form von Methoden normalerweise. In diesen Methoden sage ich, okay, baue mir das jetzt mal wie folgt zusammen, mein Programm, und dann teste folgende Eingabe. Und da haben wir logischerweise irgendwie Referenzen auf die zu prüfenden Testobjekte, die wir überhaupt testen wollen. Und was wir dann natürlich machen wollen, die Soll- und Ist-Werte vergleichen. Das ist genau das, was Kollege Hai gerade so ein bisschen motivieren wollte. Das ist auch irgendwie eine blöde Idee, weil das hilft für Hello World. Für größere Sachen ist das aber doof. Sie wollen nicht jedes Mal über die kompletten Sys drüber scrollen und schauen, ob überall 4 gleich 4 ist und 5 gleich 5, sondern sie wollen da das irgendwie automatisch vergleichen. Deshalb gibt es diese Soll-Ist-Wert-Vergleiche mit diesen Asserts. Und wir sagen auch immer wieder auf den Übungsblättern, also Entschuldigung, lieber Student,
aber Unit-Test ohne Assert ist halt irgendwie kein Test. Also wenn sie da irgendwie nur einen Sysout machen oder sagen, okay, mein Programm ist durchgelaufen, ohne dass es einen Null Pointer Exception gab, ist super. Ja, so ist es richtig. Nee, also sie müssen in einem Testfall schon echt irgendwie so einen Soll-Ist-Der-Vergleich machen, ansonsten sehen wir das nicht. Und damit JUnit weiß, was denn jetzt eigentlich so eine Testmethode ist und was vielleicht auch andere Methoden sind, die sie brauchen, um ihren Testfall aufzubauen, gibt es Annotationen. Und da darfst du jetzt wieder weitermachen. Ich glaube, Genau. du kannst wieder. Ich kann wieder, ja. Genau. Also es gibt Annotationen in JUnit. Die meisten von Ihnen kennen sie wahrscheinlich schon. At test, at before, die man an Methoden dran schreiben kann. Diese Annotationen gibt es schon seit Java 5. Das heißt, man kann sie nicht nur für JUnit benutzen, sondern sie sind eingebaut in Java. Eine weitere ziemlich häufige von dieser Annotationen ist die at deprecated Annotation. Kennt die jemand? Weiß jemand, was die macht? Ja? Genau, ihr Kommilitone sagt, die at-deprecated Annotation sagt, dass man die Methode nicht mehr benutzen soll. Genau das ist auch der Sinn und Zweck des Ganzen. Das heißt, man kann hiermit als Entwickler sagen, diese Methode wird demnächst auslaufen, wird irgendwann aus dem Programm herausgenommen und sollte nicht mehr verwendet werden. Warum möchte man so etwas tun? Hat da jemand eine Idee? Ja? Ihr Kommilitone hat vorgeschlagen, man könnte bei Utility-Klassen die Konstruktoren auf deprecated setzen, damit man sie nicht mehr benutzt. Das ist die Frage, warum man das vorher überhaupt angeboten hat. Genau. Also, das wäre jetzt, also man kann das tun, aber ich glaube, das wäre nicht der richtige Weg, um das zu verhindern. Da hinten noch eine Meldung. Ja, sie. Genau, also Ihr Kommilitone hat gerade gesagt, dass man diese Annotation dann benutzen kann, um, wenn man große Bibliotheken oder sonstige größere Software anbietet, an mehrere Menschen oder andere Entwickler, vielleicht sind es nicht immer Menschen, weiß man nicht, dann möchte man vielleicht, wenn man mehrere Versionen hintereinander immer wieder rausgibt, nicht sofort von einer Version auf der nächsten sagen, diese Methode gibt es nicht mehr, die wird aus dem Support rausgenommen, sondern man möchte vielleicht sagen, erstmal kann man diese Methode noch weiterverwenden, aber in der nächsten Zeit solltet ihr euch Gedanken machen, diese Methode nicht mehr zu benutzen, sondern die neuen Methoden, die jetzt angeboten werden. Das ist genau der Grund, wofür es diese Annotation gibt. Das heißt, solche Annotationen in Java stellen Metainformationen zu Methoden, Klassen und sonstigem zur Verfügung. Gut, aber jetzt kommen wir wieder zurück zu JUnit. Jetzt habe ich hier eine kleine Testklasse mitgebracht, die auch schon diese Annotationen mit drin hat, die wichtig sind für JUnit, nämlich hier das at before vor einer Methode und das addTest und außerdem noch das addAfter hier unten. Hat jemand eine Idee, wofür diese einzelnen Annotationen in diesem Fall stehen? Ja. Genau. Ihr Kommilitonin hat gesagt, dass das addBefore immer ausgeführt wird vor jedem Test. Also diese Methode hier bedeutet, sie wird vor jedem addTest-Methode mit addTest-Methode annotierten Methode ausgeführt und das addAfter nach jeder mit addTest annotierten Methode. Das heißt aber auch, die addTest-Methoden sind die eigentlichen Testmethoden, in denen dann auch die Zusicherungen aufgezählt werden müssen, von denen Herrn Weigelt gerade eben schon gesprochen hat. Ja, Genau. hi, ich habe da nochmal eine Frage. Wozu brauchen wir denn dieses Before und dieses After überhaupt? Ich möchte auch einfach nur Sachen in meinem Code testen. Was mache ich da jetzt noch vorher und hinterher? Ich mache einfach den Test fertig. Naja, warum braucht man jetzt dieses addBefore und dieses addAfter? Naja, gut, man muss vielleicht für einen Testfall oder für mehrere Testfälle immer wieder neue Sachen initialisieren. Man benutzt diese Methoden dafür, Initialisierungen zu machen, die für jeden Testfall wichtig sind. Und je nachdem möchte man diese Sachen auch wieder aufräumen, damit der Zustand für jeden Test der gleiche ist oder ja, genau, wieder ein neuer, frischer Zustand ist auf der grünen Wiese quasi, auf dem wir diesen Test ausführen können und nicht Abhängigkeiten zwischen den Tests verursachen wollen. Denn das ist nämlich etwas, was wir vor allen Dingen vermeiden wollen. Noch ein Punkt, den man bei Testen auf jeden Fall vermeiden sollte, dass die einzelnen Tests voneinander abhängen. Denn so ist es schwierig, diese Tests nachher einzeln wieder zu benutzen oder überhaupt ist es schlechter Stil, diese Abhängigkeiten zu erzeugen.
Genau, jetzt kommt hier noch ein bisschen was für Ihren Ausdruck. Ich glaube, das habe ich alles gesagt. Genau, die Annotationen von JUnit hatten wir eben schon kurz. Es gibt diese Attest, die einfach die Testfälle selbst markieren. Man kann dann dieses Attest noch in Klammern eine erwartete Exception dran schreiben. Das ist die einzige weitere Variante außerhalb der Zusicherung, die für uns einen gültigen Testfall darstellt, beziehungsweise auch noch das mit dem Timeout hier hinter. Genau, man kann nämlich anstatt eine Zusicherung zu schreiben, dass da jetzt eine Exception oder eine Exception zu fangen und dann da ein Assert True irgendwas zu werfen, was wiederum schlechter Stil wäre, nutzt man einfach diese Annotation und sagt, ich erwarte in diesem Testfall, dass jetzt die Exception SQL Exception geworfen wird. Und dann ist dieser Testfall auch grün, wenn diese, nur dann grün, wenn diese Exception auch geworfen wird. Also nur dann ist dieser Testfall erfolgreich. Das gleiche gilt für die Timeout-Geschichte. Man möchte also festlegen, dass dieser Test in 42 Millisekunden durchgelaufen ist und hat diese Informationen als das, was man als Zusicherung quasi hat. Der addIgnore oder die addIgnore-Annotation sagt hierbei jetzt, dass dieser Testfall erstmal ausgeschlossen wird von der Ausführung. Das heißt, man möchte vielleicht schon mal anfangen, einen Test zu entwickeln, hat aber festgestellt, dass dieser Test noch gar nicht erfüllt werden kann, da die Funktionalität, die man dort testen will, noch gar nicht implementiert ist. Dann kann man dies einfach mit addIgnore an diesen Test schreiben. Er wird also nicht ausgeführt und kann dann am besten noch in Klammern und dahinter schreiben, warum das Ganze jetzt nicht ist. In dem Fall, die Funktionalität fehlt halt noch. Und kann dann später, wenn diese Funktionalität hinzugefügt wurde, einfach dieses Ignore wegnehmen und diesen Testfall trotzdem ausführen. Es wird häufig gemacht, da man meistens getrennte Entwicklerteams fürs Testing und für die Entwicklung hat. Das heißt, es ist normalerweise so, dass nicht unbedingt derjenige, der entwickelt, auch die Tests für die Software schreibt. Und dann ist es häufig so, dass die Tester vielleicht schon Sachen testen, die noch gar nicht implementiert sind. Dann braucht man genau das. Genau, das Add Before, Add After hatten wir eben schon. Da gibt es noch die zwei Annotationen Add Before Class und Add After Class. Diese werden jetzt einmal für eine Testklasse ausgeführt. Das heißt, Before Class wird am Anfang dieser Testklasse vor allen Test Cases und vor allen Befores ausgeführt und Add After Class nach allen anderen Methoden, die in dieser Testklasse ausgeführt werden. Das macht man meistens für Dinge, die ja sehr lange brauchen, um initialisiert zu werden, irgendwelche Verbindungen zu irgendwelchen Datenbanken oder sonstiges. Das will man vielleicht nur einmal machen und nicht jedes Mal vor dem Ausführen jedes Testfalles. Genau. Jetzt schauen wir uns nochmal kurz diese Ausführungsreihenfolge an. Wir haben jetzt hier die Klasse Bibliothekstest wieder, die jetzt noch ein paar mehr Methoden hat. Wir haben also jetzt hier eine AddBeforeClass-Methode, die sich mit irgendeiner Datenbank verbindet. Haben aber auch eine AfterClass-Methode, die diese Verbindung wieder trennt. Das heißt, man sollte auch immer alles, was man aufbaut für die Testfälle auch wieder abbauen. Das sollte Ihnen aber ja eigentlich schon bewusst sein aus Programmieren. Genau, und dann haben wir hier eine AddBefore und eine AddAfter-Methode, die irgendwas aufbauen und irgendwas aufräumen, was auch immer, und zwei Testfälle. Die Reihenfolge, wie diese Methoden jetzt aufgerufen werden, ist zunächst, wie ich eben schon sagte, die AddBeforeClass-Methode, also die Verbindung mit der Datenbank. So, und jetzt wird ein Testfall aufgerufen, da aber davor natürlich immer die Before-Methoden vor jedem Testfall aufgerufen werden, wird also erst die Bower-Auf-Methode aufgerufen und jetzt eine der Testmethoden. Wie ist denn das mit den Testmethoden? Wird da immer die erste aufgerufen oder ist das irgendwie anders? Ja, da hinten. Genau. Ihr Kommiliton hat gesagt, es ist zufällig. Das ist tatsächlich so. Bei JUnit ist nicht garantiert, dass die Tests in der Reihenfolge aufgerufen werden, in der sie dort stehen. Es gibt eine Annotation, die man über die Klasse schreiben kann, die dafür sorgt, dass es eine gewisse Reihenfolge der Testfälle gibt. Aber im Normalfall sollten die Testfälle ja sowieso unabhängig voneinander sein, also es ist vollkommen egal, in welcher Reihenfolge diese aufgerufen werden. Das heißt, gehen wir jetzt erstmal davon aus, es wäre jetzt irgendwie zufälligerweise der erste von den beiden, dann wird dieser als nächstes aufgerufen. Daraufhin die Räume-auf-Methode. Und jetzt, da wir ja einen weiteren Testfall noch haben, der ausgeführt werden muss, wird wieder die Before-Methode aufgerufen, da diese ja vor jedem Testfall aufgerufen wird. Und daraufhin dann erst der Buchausleihentest, das hatte ich gerade schon gesagt. Und erst jetzt, nachdem wiederum die After-Methode aufgerufen wurde, wird die After-Class-Methode aufgerufen, weil
alle Testfälle und alle anderen Sachen, die in der Klasse schon geschehen sind, durchgeführt sind, und erst dann wird die After-Class-Methode aufgerufen. Diese Reihenfolge muss man verinnerlichen, wenn man Testfälle schreibt, denn sonst kann es sehr schnell zu irgendwelchen, ja, nicht erwarteten Funktionalitäten führen, die man irgendwie, ja, nicht versteht, weil man nicht genau weiß, weil man vielleicht After Class benutzt hat anstatt After. Das passiert recht häufig. Achten Sie darauf. Genau. Gut, man kann JUnit, eigentlich ist JUnit auch ein Kommandozeilenwerkzeug, das heißt, man benutzt es eigentlich auf der Kommandozeile, aber für die schöne Optik hat auch Eclipse hier ein Plugin, was das Ganze sehr schön grafisch darstellt. Ob Sie das jetzt so verwenden oder auf der Kommandozeile, ist uns prinzipiell egal. Ich zeige jetzt nur mal kurz, wie das Ganze aussieht. Man kann nämlich in Eclipse einfach mit Rechtsklick, also im Kontextmenü der einzelnen Klassen oder auch auf den einzelnen Methoden sagen, führe jetzt diesen Testfall aus oder führe alle Testfälle dieser Klasse aus oder führe alle Testfälle dieses Paketes aus. Man kann aber auch sagen, führe einfach alle Testfälle aus, die du findest in dem Projekt. Das heißt, je nachdem, auf was man klickt, mit Rechtsklick und dann Run as JUnit, kriegt man unterschiedliche Ausführungsvarianten. Genau, das ist jetzt die Anzeige, wenn ein Testfall fehlschlägt. Denn wir haben hier den Testfall, Buch ist in Bibliothek. Dieser schlägt fehl. Das sieht man daran, dass hier ein Failure kommt und das Ganze rot ist. Außerdem kriegt man meistens noch eine Nachricht darüber, was jetzt nicht, welche Zusicherung dort jetzt nicht funktioniert hat und was der Wert ist, der dort jetzt überprüft wurde. Wenn man zum Beispiel einen Assert Equals macht, kriegt man ausgegeben, welche beiden Werte da jetzt nicht übereingestimmt haben. Wenn das Ganze aber durchläuft und der Test erfolgreich ist, ist alles grün und man kann das Ganze einfach so weiterverwenden. Genau. Das haben wir jetzt hier gesehen. Sehr kurze Einführung in Testing. Ich hoffe aber, Sie haben zumindest verstanden, auf was es ankommt. Es ist wichtig, dass wir das Ganze automatisch durchführen können, denn gerade in großen Projekten wird es sonst sehr unhandlich. Und man könnte keine Regressionstests machen. Also jedes Mal, wenn man wieder einbucht, dieselben Tests auf den Code, der sich jetzt verändert hat, ausführen. Genau diese Regressionstests will man aber ja haben, da man ja nicht Defekte, die man schon mal gemacht hat, noch einmal einbauen möchte. Denn man hat sie ja eigentlich schon erkannt und versucht halt damit immer wieder zu verhindern, dass Fehler mehrmals gemacht werden in einem Projekt. Man kann natürlich auch immer schauen, ob das, was man jetzt gerade an neuem Quelltext geschrieben hat, das erfüllt, was man eigentlich erwartet. Genau. Ja, hi, ich habe da nochmal eine Frage. Was Wie ist denn? das denn jetzt? Jetzt habe ich da irgendwie so Testfälle geschrieben, aber woher weiß ich denn, ob ich das überhaupt alles geprüft habe, was ich gecodet habe vorher? Also ich sehe Sie da immer so Sachen coden und dann machen Sie Tests dazu. Oder wissen Sie, dass das eine zum anderen passt, dass hier alles von Ihrem Code getestet ist? Ja, das ist genau der Punkt, den ich jetzt erzählen wollte, Herr Weigelt. Ja, Vielen Dank. wunderbar. Ich Genau, stelle der einfach immer Punkt die ist. richtigen Fragen. Deshalb bin ich der Chef. Danke. Sie haben die Krawatte nicht mehr an, Sie sind nicht mehr Chef. Und ich Casual sieze Sie Friday. auch Casual eigentlich nicht, aber Friday, da das ist kann man auch mal okay. ohne Krawatte kommen. Gut, genau, der Punkt ist, wir haben jetzt JUnit zwar gesehen und wissen jetzt, dass wir Testfälle für einzelne Methoden schreiben können, aber das heißt noch nicht, dass wir auch alles, was in diesen Methoden auftritt, mit einem Testfall abgedeckt haben. Und auch hierfür gibt es Werkzeuge, die uns genau das liefern, was wir da haben wollen. Wer von Ihnen hat schon mal Emma benutzt? Eine Person? Gut. Zwei. Der Chef hat schon mal Emma benutzt. Das ist auch Ja, gut. Weiterbildung. Ich habe aber nur da drauf geklickt, was Sie War da das vorne Ihre gesagt Oma haben. oder war das wirklich? Bitte? Heißt Ihre Oma Emma? Nee, 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 nee. Das war wirklich das da. Gut. Alles klar. Also Emma ist ein Werkzeug zur Ermittlung der Testüberdeckung. Das heißt, man kann mit diesem Werkzeug herausfinden, wie viel des eigentlichen Quelltext haben wir wirklich mit einem Testfall überdeckt. Das ist deswegen relevant, da man, wenn man jetzt vielleicht 100 Testcases geschrieben hat, immer noch nicht sicher gehen kann, dass man wirklich alles getestet hat. Und auch wenn man 100% Überdeckung mit Emma erreicht hat, ist das immer noch nicht gewährleistet. Denn die Eingabe ist natürlich, oder die Richtigkeit eines Programms hängt natürlich von den Eingabewerten ab. Oder die Möglichkeit, ob man alle Defekte findet. Aber es ist trotzdem möglich, mit Emma schon mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel seines Quelltextes man wirklich abgedeckt hat und wie gut man denn jetzt bisher getestet hat. Das heißt, man benutzt Emma eigentlich genauso wie JUnit, nur dass man jetzt quasi mit dem anderen Laufsymbol hier oben, wenn man das Ganze mit Eclipse machen möchte, direkt die Überdeckung angezeigt bekommt. Das heißt, man bekommt
pro Klasse, die man getestet hat, oder pro jeder Klasse, die es überhaupt gibt, angezeigt, wie viele Zeilen man dort überdeckt hat in den jeweiligen Methoden. Wir haben jetzt hier die linke Ansicht, ist das, was wir eben schon für JUnit gesehen haben. Hier wird uns gesagt, wir haben jetzt die ganzen Testfälle hier ausgeführt. Und hier unten haben wir die Ansicht, welche Pakete und welche Klassen dort und auch welche Methoden in den einzelnen Klassen jetzt zu wie viel Prozent überdeckt wurden. Das heißt, wir haben jetzt hier die Information, dass die meisten, oder hier unten die Methoden, auch sehr schön benannt, alle mit XXX und XYX, lässt sich gut lesen. Naja, zumindest gibt es hier zwei Methoden, die gar nicht überdeckt wurden, also 0% Überdeckung haben. Das sind die hier oben. Muss zugeben, ist auch nicht so ganz sinnvoll, weil hier jetzt gerade Testfallüberdeckung, also die Überdeckung des Quelltextes der Tests angezeigt wird. Normalerweise würde man sich jetzt anschauen, ob der Quelltext von den Testen überdeckt worden wäre. Man kriegt aber hier ein sehr gutes Indiz dafür, wie viel Prozent des eigentlichen Quelltextes man denn jetzt überdeckt hat mit seinen Testfällen. Das ist genau das, was man haben möchte. Normalerweise würde ich jetzt an der Stelle sagen, so bitte nicht, ja. Also bitte nicht Ihre Testfälle XXXX nennen. Ist irgendwie blöd, bitte geben Sie den entsprechenden Namen, aber wer mal genau hingeschaut hat, das ist an der Stelle passiert. Was da nämlich implementiert wurde, war eine State Machine und die Eingabe war jetzt halt gerade XXXX. Insofern ist sogar entsprechender Name tatsächlich da, auch wenn es nicht so ist. Trotzdem aussieht. Zum Vorzeigen. Ja, kann man mal drüber nachdenken. Aber man muss ja mal was zeigen, wie man es nicht macht. Ja, das ist okay. Gut. Hier nochmal ein bisschen was für Ihren Ausdruck. Ich glaube, das ist alles relativ klar. Gibt es Fragen zu Emma und Coverage? Keine? So. Gut. Mach nochmal eine Folie zurück. Nochmal eine Folie zurück. Willst du einleiten? Will da nochmal ein bisschen so überleiten, weil vielleicht erinnern Sie sich noch an so ein kleines Schauspiel. Wir haben, nachdem er da den Quatsch zusammenprogrammiert hat, habe ich ihn auch noch dazu gezwungen, das irgendwie für den Kunden benutzbar zu machen, habe ihn eine Jar bauen lassen. Normalerweise würde ich noch wollen, dass er vielleicht vorher auch noch alle Testfälle durchlaufen lässt und dass er mir noch eine Dokumentation zusammenbastelt. Und sind wir mal ehrlich, billige Arbeitskraft, der könnte das schon alles händisch machen, klar, aber es ist irgendwie jedes Mal das Gleiche. Warum automatisieren wir das denn nicht? Geht es nicht irgendwie besser? Und Sie ahnen die Antwort, ist nämlich ja. Es geht natürlich besser. Es gibt so ein paar Schritte, die müssen wir machen, wenn wir Änderungen an unserem Projekt durchgeführt haben, bevor wir etwas ausliefern können oder zum Auslieferungszeitpunkt. Wir möchten vielleicht testen, ob der Herr Hai sich an die richtigen Guidelines für den Code-Style gehalten hat. Ja? Sowas möchte man machen. Man möchte die Testfälle durchführen, man möchte Testüberdeckung prüfen. Und wenn die dann alle Tests grün sind, dann möchte ich vielleicht, dass das alles in ein schönes Jar verpackt wird und ich als Chef möchte vielleicht auch noch einen Report haben. Man möchte außerdem noch, dass da so eine neue Revision und die Versionskontrolle eingecheckt wird. Die Abhängigkeiten, vielleicht habe ich irgendwelche Bibliotheken, die ich verwende für mein Projekt, die sollen doch bitte alle zusammengesucht werden. Macht das doch mal bitte jemand für mich. Und dann am Ende möchte ich das ausliefern. Ja, okay, dann habe ich jetzt hier so eine Jar zusammengepackt und die brenne ich dann auf eine CD. Hat noch jemand einen CD-Brenner in seinem Laptop? Ja, super. Sehr sympathisch. Oder ich mache das auf einem USB-Stick, wie wir das gesehen haben. Das sind also Möglichkeiten, die man hat, aber irgendwie möchte man das vielleicht nicht machen und vielleicht möchte man auch diesen Auslieferungsschritt automatisch machen. Und ja, das geht. Wir benutzen dazu Maven. Es gibt da noch 1000 andere Möglichkeiten. Unter Java oder mit Java kann man mit Maven ziemlich gut arbeiten. Deshalb machen wir das in der Vorlesung und Sie auch im Übungsbetrieb. Sie müssen da ein bisschen sich durchkämpfen und deshalb gibt es jetzt hier auch eine kurze Einleitung dazu. Was denn dieses Maven, mit dem Sie wahrscheinlich das erste Mal arbeiten? Wer hat schon mal Maven benutzt vor der Vorlesung? Ja, das sind nämlich deutlich weniger als bei Git noch vorhin. Ja, 5, 6, 8 vielleicht. Makro überschlagen. Sie müssen das jetzt also das erste Mal wahrscheinlich tun. Und was Maven für Sie tut, ist eben genau das, was ich gerade so angekündigt habe. Maven macht alles, was nach dem Quellcode produzieren mit Ihrem Quellcode passieren soll. Ja? Das heißt, es kann für Sie automatisch übersetzen, es kann alle Abhängigkeiten einsammeln, es kann Ihren Code testen, also die Testfälle anstoßen, Ihren Code verpacken, zum Beispiel als Jar, kann aber auch installieren, kann eine Dokumentation automatisch generieren aus Ihrem Code, kann Berichte erstellen, kann also Ihrem Chef eine E-Mail schicken, der freut sich, wenn er dann 10-mal am Tag eine Mail bekommt mit den aktuellen Änderungen. Also all das geht mit Maven und deshalb benutzen wir das. Und
Maven ist somit also ein Werkzeug zur Teilautomatisierung von gewissen Aufgaben im Entwicklungsprozess. Und dafür benutzt Maven ein standardisiertes Dateiformat, Entschuldigung, in dem im Wesentlichen spezifiziert ist, welche Aufgaben gibt es denn überhaupt jetzt tun für mich als kleines Maven, welche Abhängigkeiten hat denn das Projekt, was muss ich denn da alles einsammeln, welche Daten werden denn überhaupt im Entwicklungsprozess benötigt, was muss ich denn zusammensammeln, wenn ich so ein Artefakt zusammenbaue, wenn ich so ein Jar zum Beispiel zusammenbaue. Das spezifizieren Sie für Maven in einer Datei. Das ist diese ominöse POM/XML-Datei, die Sie vielleicht schon auf dem Übungsblatt gesehen haben sollten, wenn Sie denn schon drauf geschaut haben, was ich Ihnen strengstens geraten haben wollte. Das heißt, die haben Sie schon mal gesehen, angefasst. Da steht alles drin, was Maven für Sie erledigt. Damit konfigurieren Sie Maven. Was man dann damit machen kann, ist eben genau so Entwicklungsprozessaufgaben abbilden. Man kann zum Beispiel sagen, okay, ich führe alle Modultests aus und dazu muss ich aber erstmal mein Programm übersetzen. Und wenn ich das getan habe, dann kann ich es auch noch zusammenbauen, aber eben nur, wenn die Tests alle grün waren. Genauso könnte auch Maven sagen, okay, du hast mir irgendwie gesagt, du brauchst die Bibliothek XY, die habe ich aber jetzt hier gerade nicht vorliegen, dann hole ich die mal für dich. Also all das macht Maven für Sie und dann merken Sie schon, das nimmt Ihnen einen Haufen Arbeit ab, wenn Sie dann verstanden haben, wie es funktioniert. Und deshalb zwingen wir Sie in der Übung so ein bisschen dazu, das zu tun. Weil wenn man es erstmal kann, ist es super hilfreich. Insbesondere wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeiten muss. Oder aber wenn man seine Lösung auf der LEZ abgeben muss und man einfach nicht weiß, was dort auf der LEZ passiert, dann ist es auch sinnvoll, irgendwie so eine gemeinsame Ahnung davon zu haben, wie das Projekt dann aussehen soll. Und das stellen wir eben über diese POM-Dateien sicher. So. Um das benutzen zu können, dieses Maven, ja, da muss man sich an so ein paar Konventionen halten, die aber einem, naja, auch einfach zusammengestellt werden, wenn man zum Beispiel in Eclipse ein neues Maven-Projekt anlegt, dann bekommt man automatisch die Ordnerstruktur geliefert, die man denn eigentlich haben möchte. Im Wesentlichen, hier ist es noch ein bisschen größer, besteht das aus einem Source-Ordner, in dem es Main indem es einen Main- und einen Test-Unterordner gibt und dort liegen wiederum Ihre Quellen in einem Java-Ordner und Ressourcen, die Sie benutzen, in einem Resources-Ordner und das gespiegelt gibt es auch für Tests, weil auch für Tests brauchen Sie gegebenenfalls noch irgendwelche Dateien. Und dann gibt es einen Target-Ordner, da liegt dann im Grunde alles drin, was ausgeliefert wird. Zum Beispiel Klassen, zum Beispiel Ihr gebautes Jar oder Ihre Reports, die Sie automatisch erstellt haben und alles wird definiert, was getan werden soll in dieser POM/XML. Wenn Sie ein neues Projekt aufsetzen, dann hat er einen gewissen Typ, diesen Archetype, da kann man gewisse Dinge definieren. Wir in der Übung benutzen eigentlich nur den Standardtypen, also da brauchen Sie keine großen Gedanken machen, der hat dann die Struktur, die ich Ihnen gerade vorgebetet habe. Naja, nicht Aus ganz. ja, wie gesagt, also die hier ist zu groß, ne? Also wir haben nur Main, Test und Java und Resources und das gleiche und der Test. Target ist da nicht dabei. Standardmäßig, der wird generiert, sobald Sie Maven dazu bringen, ihr Projekt zu bauen. Dann wird dieser Target-Ordner angelegt. Die Pfiffigen unter Ihnen haben jetzt schon gemerkt, der Target-Ordner, das ist vielleicht was in der Gitignore drin stehen sollte. Und warum sollte der da drin stehen? Naja, das kann ich jederzeit wieder bauen. Wenn ich Maven sage, pack mir mein Programm zusammen. Dann entsteht dieser Target-Ordner sowieso. Das heißt, ich muss mein fertig gebautes Programm, verpacktes Programm nicht immer mit in ein Git-Depot übertragen, weil das kann ich jederzeit aus den Quellen wiederherstellen. Genau. Wie gesagt, es gibt einen Typen und dann muss ich natürlich irgendwie mein Projekt identifizieren können und dafür gibt es so eine Artifact-ID. Die ist bei uns immer Ihre Matrikelnummer, damit wir Sie eindeutig identifizieren können, Ihr Artefakt. Und dann gibt es eine Group-ID, die ist bei uns vorgegeben über das Übungsblatt. Das ist im Wesentlichen zur Identifizierung da. Also stellen Sie sich vor, Sie haben ein großes Projekt, das aus kleinen Teilprojekten besteht. Dann wählen Sie vielleicht eine einheitliche Group-ID, weil es geht immer, dieses Projekt gehört zu einer gewissen Gruppe. Und da gibt es wiederum Teilmodule und da benutzen Sie halt andere Namen für Artefakte. Wichtig ist, wir haben auch immer noch eine Versionsnummer. Ich hoffe mal, die kommt noch auf eine Folie. Naja, gut. Also diese Artefakte, die haben auch immer eine Version. Ist irgendwie logisch, wenn ich irgendwas weiterentwickle, dann möchte ich vielleicht auch einfach mal eine neue Version vergeben können. Das hilft dann später beim Zusammensammeln der Artefakte enorm, wenn man weiß, welche Version man eigentlich haben möchte. Vielleicht möchte man auch mal eine alte Version verwenden. Gut.
Noch ein bisschen Vokabular. Wie funktioniert dieses Maven? Wie gesagt, Sie können das aus Eclipse aufrufen. Das zeige ich Ihnen auch gleich noch, wie das funktioniert. Sie können das aber auch aus der Kommandozeile aufrufen. Und da sehen Befehle bei Eclipse bei Maven immer so aus, dass wir sagen, welches Plugin soll denn bitte bedient werden und was ist denn das Ziel, was dieses Plugin ausführen soll. Maven arbeitet stark Plugin-orientiert, das heißt, Sie können diese POM-XML angeben, welche Plugins verwendet werden sollen, zum Beispiel zum Kompilieren, zum Beispiel zum Testen. Und für jedes Plugin können Sie immer noch sagen, okay, folgende Ziele kannst du haben. Und das ist genau das, wie Sie das aufrufen. Das heißt, damit können Sie dann das, was Sie vorher in der POM definiert haben, zum Beispiel eben, wie gesagt, ein Test-Plugin, können Sie dann sagen, okay, jetzt Maven Test, ja, und dann führt Maven für Sie alle Unit-Tests aus. Das ist also noch eine andere Möglichkeit, um alle Tests auszuführen für Ihr Projekt. Genau, hier sehen Sie, wie Sie ein leeres, neues Projekt erzeugen, beziehungsweise ein Artefakt erzeugen. Das zeige ich Ihnen jetzt aber nicht, weil ganz ehrlich, wer benutzt das schon? Ich zeige Ihnen dann lieber gleich noch, wie man das auch in Eclipse machen kann. Wer das tatsächlich aus der Kommandozeile machen möchte, der kann das gerne nachlesen. Wie gesagt, man kann dann eben Befehle aufrufen. Ich habe gerade eben schon Test gesagt, man kann aber sagen, kompiliere mir doch mal bitte alles mit Maven Compile. Auch das ist ein Plugin, was Maven benutzen kann. Das ist im Wesentlichen genau das Gleiche, was passiert, wenn Sie den Play-Button in Eclipse drücken. Dann wird auch kompiliert. Testen ist eine andere Möglichkeit, was man machen kann. Genau, man kann auch noch verpacken. Ich überlege gerade, wie viel kommt denn eigentlich noch? Lohnt es noch weiterzumachen? Ich glaube nicht. Das habe ich schon gesagt. Viele können voneinander abhängen. Denn wenn ich zum Beispiel sage, okay, verpack mir das dann so doch mal in einen Jar, dann weiß Maven automatisch selber, naja, bevor ich was verpacke, sollte ich vielleicht sicherstellen, dass das sinnvoll ist, was ich da verpacke. Das heißt, ich rufe alle Tests erstmal auf. Und bevor ich verpacke, stelle ich sicher, dass alle Tests grün sind, also durchlaufen. Solche Sachen werden in Maven auch abgebildet. Und ich glaube, den Rest erkläre ich Ihnen am Montag. Allerdings noch bitte kurz Ruhe. Ich mache noch ganz kurz die letzte Folie auf. Hoffe, dass das funktioniert. Ha, wunderbar. Es fehlt nicht mehr viel zu Maven. Es sind noch 10 Folien. Wer möchte, kann sich die gerne schon anschauen. Ich werde am Montag nochmal vorbeikommen und werde Ihnen nochmal den Rest zu Maven erklären. Sie müssen es jetzt schon verwenden auf dem ersten Übungsblatt. Das heißt, machen Sie sich damit vertraut. Alles, was wir hier in der Vorlesung erzählen, kann man auch nachlesen. Es gibt auch ein Tutorial, das heißt, glaube ich, Maven in 10 Minuten. Damit kann man das auch wunderbar lernen. Und noch was, bevor hier große Unruhe ausbricht. Maven ist am Anfang ein bisschen frickelig, aber es lohnt sich, das jetzt gerade am Anfang zu lernen. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, das hat eine rechteckige Lernkurve. Die ist aber nicht besonders hoch. Das heißt, springen Sie da drüber. Ja? Also versuchen Sie wirklich, Maven so weit zu verstehen, wie wir das für die Übung brauchen. Und dann haben Sie auch kein Problem über das Semester. Dann sehen wir uns am Montag wieder.